Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's Kati und ich habe heute hier 6 Dosen Knete. Vielleicht fällt euch schon auf, in welchen Farben die Knete ist. In Regenbogenfarben. Ich habe hier ein Neon-Pink, Neon-Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Also eigentlich ist ja auch so rot mit im Regenbogen, aber ich habe mich für dieses Neon-Pink entschieden, weil ich das super schön finde. Und daraus werde ich heute einen richtig coolen Regenbogen selber machen. Als erstes habe ich mir jetzt von jeder Farbe eine etwa gleich große Menge aus der Dose rausgeholt und die knete ich erstmal gut durch und forme daraus eine Kugel. Jetzt habe ich 6 verschiedene Kugeln und jetzt nehme ich jede einzelne Kugel und drücke die einmal richtig gut platt. Damit dann so ein schöner, runder Kreis entsteht. Zu platt sollte die nicht sein, aber so schön dünn. Jetzt habe ich so 6 schöne bunte Kreise und jetzt fange ich mit Lila an und lege auf den lilanen Kreis so versetzt den blauen Kreis und drücke den gut an. Auf Blau lege ich Grün, wieder so versetzt. Darauf kommt Gelb, wieder gut andrücken. Orange. Und zuletzt hier oben Pink. Und schon ist mein Regenbogen fertig. Und den lasse ich jetzt erstmal trocknen. Also man kann das auch natürlich wieder auseinandernehmen, noch was zusammenmischen und so weiter. Also je nachdem, wie ihr Lust habt. Aber wenn ihr ein Namensschild daraus basteln möchtet, so wie ich, dann müsst ihr das Ganze ein bisschen aushärten lassen. Das wird vielleicht auch so ein bisschen bröckelig. Also da deswegen das Ganze nicht zu dünn lassen. Und wenn das dann gut getrocknet ist, dann hat man ein schönes Schild, was man sich zum Beispiel so auf den Schreibtisch stellen kann oder... Ja, je nachdem, wenn man hier auch noch Löcher durchmacht, kann man sich das natürlich auch an die Zimmertür hängen. Ich habe das jetzt schon mal ein paar Stündchen trocknen lassen, aber bis das wirklich richtig trocken ist und hart wird, dauert das bestimmt 2-3 Tage, also seid geduldig. Aber ich werde jetzt trotzdem schon mal meinen Namen draufschreiben. Dafür habe ich einen schwarzen Permanentstift und da schreibe ich meinen Namen mit drauf. Mein Regenbogen-Namensschild ist jetzt eigentlich fertig. Ein bisschen muss es noch trocknen. Das kann man sich dann schön irgendwo hinstellen. Und ich gebe euch noch als Tipp, wenn ihr das irgendwo aufhängen möchtet, klebt euch noch einen festen Untergrund drunter, zum Beispiel ein Stückchen Pappe. Einfach mit Alleskleber dahinter kleben. Dann ist es ein bisschen stabiler und fällt nicht mehr auseinander. Vielleicht habt ihr Lust, sowas nachzubasteln. Wenn ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Klickt auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video von uns zu verpassen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!